Hallo zusammen, hier ist wieder Attila Antoshida für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Guide-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein kleines Event und zwar die Geheimnisse von Azeroth und da wollte ich euch diesmal die Geheimnisse des vierten Tages zeigen. Falls ihr die davorliegenden noch nicht habt, die braucht ihr nämlich, um quasi die jetzigen Geheimnisse abschließen zu können, verlinke ich euch einmal die vom ersten, zweiten und dritten Tag. Die vom ersten und zweiten Tag heißen halt nicht Geheimnisse ersten Tag und zweiten Tag, weil ich da sowohl ein Achievement als auch einen Toy Guide gemacht habe. Der Inhalt ist aber trotzdem der, dass ihr die Geheimnisse machen könnt. Ich werde die euch einfach unten mit rein verlinken, dann könnt ihr die machen, falls ihr das noch nicht habt. Ihr könnt aber auch warten, bis alle Geheimnisse gelüftet sind und die am Stück machen. Da werde ich am Ende dann ein Komplettvideo machen und ja, ihr könnt das Ganze auch angehen, wenn quasi das Ereignis mit den Geheimnissen von Azeroth nicht mehr aktiv ist. Also ihr müsst es nicht quasi wie ich jetzt das hier jeden Tag machen, sondern könnt es dann komplett einmal durchziehen. Gut, genug des Vorgeplänkels. Ich würde sagen, wir gucken in das Geheimnis einmal rein und ja, dann let's go. Dann schauen wir uns jetzt das Rätsel vom vierten Tag an. Und zwar sind wir wieder zurück im Gasthaus hier in Waldracken im gerösteten Geißbock. Und hier müssen wir jetzt einmal mit dem Gastwirt quatschen. Der hat eine neue Quest, die wir direkt wieder abschließen können. Und mit der Quest kriegen wir einen Brief mit Befehlen. Und hier haben wir verschiedene Koordinaten drin. Und ja, da müssen wir jetzt das Ganze abfliegen. Und zwar sollen das so Hebel sein, die wir finden müssen. Und ja, ich würde sagen, wir fliegen da jetzt mal hin und gucken mal an, wo die sich befinden. Den ersten Hebel haben wir einmal hier in der Küste des Erwachens oder des Erweckens so rum auf den Koordinaten 57, 25 und zwar hier unten und dort sind wir in so einem kleinen Gebäude drin und hier hinten bei diesem umgefallenen Tisch haben wir den ersten Hebel. Den klicken wir an und dann geht's weiter zum nächsten und zwar sind die alle relativ nah beieinander. Den nächsten müssten wir hier in dem Turm drin haben. Und zwar haben wir den hier hinten liegen. Also der ist jetzt auf den Koordinaten 57, 23. Und den letzten der drei Hebel, die wir benötigen, haben wir einmal ein wenig weiter hinten. Jetzt gucken wir mal, der müsste hier in dem Gebäude drin sein. Und zwar hier im Eck. Und auch den klicken wir an. Das ist jetzt hier auf den Koordinaten 56, 20. Als nächstes müssen wir jetzt eine Fackel aufsammeln und zwar befindet sich die Fackel in einem Gebäude. Das Gebäude ist bei den Koordinaten 54, 21 und dort gehen wir jetzt rein. Also ich gucke mich einmal um, dass ihr seht, wo ich bin und hier müssen wir in das Gebäude quasi rein. Und jetzt ist es so, dass wir hier zu diesem Feuer müssen und hier einmal um die Ecke und da haben wir die Fackel. Warte mal, machen wir mal Shadow Melt, dass wir aus dem Combat rauskommen. Ja, also die müssen wir aufsammeln. Genau, jetzt sind wir aus dem Kampf raus. Und da haben wir eine Quest und dort gibt es dann auch quasi ein Toy. Und jetzt müssen wir für die Quest einmal zurück nach Waldracken. So, Dollar, zurück in Waldracken. Wir sind einmal wieder im Geißbock oder wie der auch immer heißt, also dieses Gasthaus auf jeden Fall. Und gerösteter Geißbock, so rum. Und jetzt geben wir das einfach hier bei ihr ab. Und da gibt es dann ein Toy, und zwar die Fackel. Und damit, haben wir sogar noch eine Quest, die wir gekriegt haben. Damit haben wir jetzt hier die Fackel, und zwar ist dann einmal das Unterachievement abgeschlossen für den... Ah ne, es ist noch nicht abgeschlossen, wir müssen noch mehr machen. Ah ja, okay, aber zumindest hier haben wir schon mal die Fackel eingetütet. So, als nächstes müssen wir dann die Fackel einmal erlernen und jetzt können wir die auch einmal einsetzen und zwar, was macht das? Fackel von Pyrit holt die Fackel von Pyrit hervor, um uralte Geräte zu finden, die Ermächtigung ermächtigt werden können, so rum. Okay, das setzen wir jetzt mal ein und jetzt haben wir einen Buff drauf und jetzt müssen wir hier zu den Koordinaten 58, 23 in Waldracken, in dieses Gebäude rein. Und da soll es anscheinend was geben, was wir dann mit diesem aktiven Buff
quasi interagieren können. Ah ja, da haben wir eine Kiste. Die Kiste machen wir auf. Und jetzt haben wir dementsprechend die Voraussetzung, hier wie die Quest erfüllt. Die wir ja gekriegt haben, als wir eben einmal die Fackel abgegeben haben. Und jetzt fliegen wir zurück in den gerösteten Geistbock. Diesmal weiß ich es auch. Und können das wieder abgeben. Und dann müssten wir auch den Fortschritt haben, oder? Müsste es zu Ende sein? Ah, und jetzt haben wir quasi den Fortschritt für den vierten Tag zusammen. Und ja, damit haben wir auch das abgeschlossen. So, dala, dann sind wir durch mit allem. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne bei den nächsten Geheimnissen auch reinschauen. Die kommen dann die nächsten Tage. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Chela, bis zum nächsten Mal. Ciao.